Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Purpur, den Indigo-Blauen Scheiden DLC. Ja, es gab jetzt eine Woche lang eine Pause, generell auf YouTube. Ich führe erstmal noch das Scheiben, die es sieht, zu Ende, bevor die anderen Projekte wieder laufen. Weil wir haben ja noch die Gemma-Nebenstory vor uns. Es gibt auch noch den ein oder anderen Legendary Hunt, weil ich weiß, dass ab dem Punkt auch ein paar Legendäre irgendwie verfügbar sind. Aber erstmal, warum gab es jetzt eine Woche lang kein Video? Ganz einfach. Ich hatte eine dicke, fette Erkältung und lag im Bett, konnte nichts machen. Also ich habe auch nichts aufgenommen in der Zeit. Und ja. Das ist alles, was es dazu zu sagen gibt. Also ja, heute machen wir auf jeden Fall noch die Gemma-Nebenstory, weil die ja besonders ist. Und vorher müssen wir noch die letzten Pokédex-Einträge, die ich noch habe, abschließen. Danach gibt es ja nur noch vier, die wir so fangen werden. Und ja, wenn ihr die Einträge überspringen wollt, über mir ist der Zeitstempel und wir legen jetzt erstmal mit den Einträgen los. So, zuallererst Baumbull, das Wattebausch-Pokémon. Wird es angegriffen, verstreut es zur Täuschung Watte. Es flieht, während der Gegner nach dem wahren Baumbull sucht. Und hier die Entwicklung Elfan, das Windschatten-Pokémon. Über Luftzüge dringt es in Häuser ein, verstreut in allen Zimmern Watte und macht sich dann lächelnd davon. Ist auch so ein kleiner Scherzkeks. So, als nächstes Syrup, das Seehund-Pokémon. Je niedriger die Temperatur, desto wohler fühlt es sich. Er schwimmt vergnügt durch kalte Meere, auf denen Eisschollen treiben. Und als nächstes Yugong, das Seehund-Pokémon. Er speichert thermische Energie in seinem Körper, um der Kälte standzuhalten. Selbst in eiskalten Meeren schwimmt es 8 Knoten schnell. Ja, da bist du sehr schnell. So, als nächstes Snubbull, das Feen-Pokémon. Snubbulls Knurren jagt Gegnern Angst ein. Normalerweise geht es die Dinge gemütlich an und schläft den halben Tag. Und zu guter Letzt von meiner Schwarte, Granbull, das Feen-Pokémon. Wenn es sein großes Maul öffnet und seine dicken Fangzähne zeigt, nimmt fast jedes Pokémon Reis aus. So, als nächstes liest er Noir die Einträge vor. Viel Spaß, Noir. Schade, dass dies schon die letzten Pokédex-Einträge werden. Das ist Bolterus, das Schutzschild-Pokémon. Wird ihre Herde attackiert, stellen sich Bolterus Seite an Seite auf, um mit ihren harten Gesichtern die Angriffe des Feindes abzuwehren. Oh, wie süß ein Chinchilla. Das ist Pikachu, das Chinchilla-Pokémon. Dieses Pokémon hat einen Putzfimmel. Es benutzt seinen Schweif als Staubwedel und fegt seinen Bau, bis alles Picobello ist. Das war ein guter Wortwitz. Oh, wie süß, darf ich das behalten? Das ist Pikachu's Entwicklung Chilla Bell, das Schal-Pokémon. Aus seinem Körper tritt besonders schmieriges Öl aus, das für Menschen, die unter trockener Haut leiden, von großem Nutzen ist. Na dann, Drim, jetzt bist du dran mit Vorlesen. Ja, endlich keine Einträge demnächst mehr. Das ist Voltula, das Stromspinnen-Pokémon. Wird es angegriffen, spuckt es mit vielen elektrisch geladenen Fäden um sich und baut sich eine Elektrobarriere. Dann als nächstes die Alola-Form von Slimer, dem Schlamm-Pokémon. Da es sämtliche Arten von Müll mit Freuden verschlingt, gilt es als großer Star in jeder Abfallentsorgungsanlage. Der sieht auch richtig glücklich aus. Der freut sich auf den Müll. So, und als letztes für heute die Alola-Form von Slimog, dem Schlapp-Pokémon. In seiner Nähe ist Vorsicht geboten. Was nach Fangzähnen und Krallen aussieht, sind kristalline Giftstoffe, die bei bloßen Bewegungen vergiften. Das ist mein großer Held. Na dann, Scheiding, du bist dran. Auf dass ich nie wieder was vorlesen muss. Ja Leute, das waren die ganzen Einträge. Wir haben vom Prinzip her nur noch vier vor uns, aber wie ihr sehen könnt, sind das spezielle Pokémon, die wir hier noch vor uns haben. Vor Terrapagos und nach Inteleon. Und da kommt die Nebenstory von Gemma zum einen ins Spiel. Also diese vier Pokémon haben wir noch als Ziel vor uns. Auch mal will auch der ein oder andere mit mir reden. Aber zuallererst wollte jemand im Eingangsbereich fast von uns. Irgendein Typ in einem Mantel. Du bist nicht gemeint, ne? Ja, ich muss den Pokédex nur vervollständigen.
Da, der Anzug. Heini ist wahrscheinlich gemeint. Mr. Mampf, das bin ich. Ich merke, an wen es angelegt ist. Den Charakter. Ja. Okay. Eventuell kann ich dir schon berichten. Ja, mit Kai zusammen. Raikou-Snack. Das war übrigens das, was ich meinte mit den legendären Pokémon, die hier überall rumrennen können. Ich denke, dass es dafür einen Guide gibt mit den legendären Pokémon, wo man die finden kann. Als nächstes habe ich einen Reshiram-Snack bekommen. Es könnte auch sein, dass er gerade selber so gesehen sagt, wo man die findet. Terrakium auch noch. Ja, da wiederholst du dich irgendwie. Moldian? Warte mal, gab es eine Stadt in der ersten Region, die so hieß? Ich habe die Städtenamen nicht mehr alle so im Kopf. Doch, hier, Moldrit. Ich glaube, er nennt einen tatsächlich die Orte mehr oder weniger. Okay, dann, ich gehe dann jetzt all seine, die ich mir abholen kann, Beschreibungen hier einmal durch. Pack mich nach Gemma ins Bild übrigens. Und guck mir das dann offscreen nochmal an. Und schreibt mir das Wichtigste raus. Da er mir ja schon offenbar mitteilt, wo ich sie finde. Dakuma? Welches Pokémon war nochmal Dakuma? Ich weiß übrigens, dass die Legendären alle keinen Eintrag haben. Es gibt auf jeden Fall noch den Legendary Hunt, Leute. Das hier könnte im Moment dauern. Ein Arktos-Snack. Wahrscheinlich auf der Spitze von dem Eisberg. Ja, mit dem ersten Satz wiederholst du dich immer.
Um Gottes Willen, wie viele kann ich denn noch holen? Kyogre als nächstes. Eine seltsame Felsformation. Erkennung, Dankbarkeit. Ich habe sehr, 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 sehr viele Missionen mit Kai zusammen erledigt. Ich glaube, ich kann alle Pokémons hier durchgehen, wenn ich gerade will. Kobalium auch noch. Wie ist denn die Reihenfolge von denen? Die ist ja mega komisch. Und wen als nächstes? Lugia! Offenbar finde ich die alle in der Originalregion. Wisst ihr was, Leute? Ich lasse den jetzt erstmal in Ruhe und wir machen jetzt erstmal die Mission von Gemma, weil ich glaube, das hier könnte noch ein Weilchen dauern, bei ihm alles abzuholen. Deswegen erstmal zu Gemma und danach, nachdem ich die Story von ihr gemacht habe, reden wir mit ihm zu Ende und holen uns alles ab, was wir abholen können. Was wahrscheinlich eine Weile dauern kann. So, dann Gemma, ich habe alles erfüllt, was du brauchst. Hab mir Mühe gegeben. Oh, Zone 0? Ja. Das sind die speziellen Pokémon, die ich erwähnte. Ja. Okay, magst du mir die Fotos nochmal zeigen? Ich mache mir dann Screenshots. Okay, Leute, ich habe mir jetzt eben kurz Screenshots von den Fotos gemacht. Damit ich nicht nochmal extra dafür zurückkommen muss. Und ja, dann reisen wir wohl zum Sturm von Paldea. Dann versuchen wir mal, unsere beiden Pokémon zu lokalisieren. Ich glaube, ich sehe das eine sogar schon. Zumindest den Ort, von wo es ausgeguckt haben kann. Also ich bin jetzt erstmal direkt bei Observationsstation 1 rausgegangen. Wenn ich es richtig gesehen habe, dann müsste es eigentlich hier oben irgendwo rumstehen.
muss ein hoher Punkt sein, von dem man aus eine der Observationsstationen sehen kann, der oberen. Ja, ich müsste hier ungefähr richtig sein. Okay. Ich würde mal sagen, hier so ungefähr. Da. Das sieht mir nach hauptverdächtigen Ort Nummer 1 aus. Da ist es! Hab eben kurz abgespeichert und setze Spinodo mal an die Spitze. Hallo? Ich muss es ansprechen. Eisenhaupt. Ich versuche es natürlich nur mit Trugschlag. Ich habe jetzt mein Ischläfer ist ein Pokémon nicht dabei. Das könnte einen Moment dauern, ihn so runter zu prügeln. Tachyonenschnitt. Aua. Aua. Das tut weh. So, Trugschlag. Der Tachyonenschnitt tut weh. So, es ist in einem roten Bereich. Ich wechsle mal eben kurz auf Maskagato. Und jetzt mal darauf beten, dass ich nicht 50.000 Meisterbälle brauche. Hyperbälle. Meisterball habe ich jetzt zwei. Ich könnte sie natürlich beide, die ich hier fangen will, mit Meisterball fangen, aber die hebe ich mir für die Legendary Hunts auf, die Meisterbälle. Ja, als ob du in den Ball willst, ne? Du willst mir lieber die Sancto-Klinge zeigen. Nach einem zweiten. Eisenhaupt, das Paradox-Pokémon. Angeblich hat es mit leuchtenden Klingen, die es abfeuert, seine Umgebung komplett verwüstet. Aber mehr ist nicht über es bekannt. Ich hätte gerne mal generell... Quantenantrieb, okay. Ja, Tachyonenschnitt, der war fies. Ich meine, da ist es wieder so, dass zwei davon Karmesin-only sind. Also eventuell müsste ich Kollegen nach Hilfe fragen in der Hinsicht. Ich würde mal sagen, das Pokémon, das ich suche, ist da unten. Es würde zumindest hinkommen. Hier ist auch ein bisschen dunkel. Der Stein ist hier. Der Wasserfall ist im Hintergrund.
Die Beschreibung würde auf jeden Fall passen. Da ist es. Mann, ich bin gut. Ein Eisenterrakium. Ja, du bist auch wieder ein Eisen-Pokémon, ne? Aber ich habe trotzdem Angst, es umzunieden. Deswegen mache ich ja gerade Trugschlag. Ach, viel Ender. Blickwinkel ist natürlich wie immer gut, ne? Und Volltreffer mal zur Abwechslung. Ein Schlag weniger, den ich brauche. Er macht aber auch nur viel Ender. So, dann nochmal Trugschlag. Nachdem ich die Wuchtklinge weggesteckt habe. Kommt der nächste mit Sanktoklinge. Ich muss ihn nur auf Rot runterbekommen. So, jetzt kann ich auf Skelekrok wechseln. Bei Skelekrok jucken seine Angriffe wenig. Und jetzt wieder fröhliches Bälle werfen. Okay, die Wuchtklinge tut weh. Aber das war es auch schon. Jetzt heißt es, wie gesagt, Bälle werfen. Das kann wer weiß, wie lange dauern. Hyperball. Ja, geht doch. Das hat lang gedauert. Eisenfels, das Paradox-Pokémon. Es scheint einen Körper aus Metall zu haben. Sein Name hielt es in Anlehnung an ein rätselhaftes Objekt aus einem alten Buch. Ey, die Einträge bei den Paradox-Pokémon, die sind irgendwie voll herzlos. So, dann können wir ja zu Gemma zurück. Gemma, da bin ich wieder. Ja, beide noch dabei. Ein Turnierball? Okay. Ja, jetzt fehlen, wie gesagt, nur noch 236 und 237. Aber die sind höchstwahrscheinlich Karmesin-only. Einen Moment, Leute, ich schau kurz nach, sicherheitshalber. Ja, Leute, ich habe gerade sicherheitshalber nachgeguckt. Das sind beides Paradox-Pokémon, die man nur in Karmesin kriegen kann. Heißt, dafür muss ich meinen Kollegen fragen, ob er mir die einmal kurz leihen kann. Ne, Fukano?
Würde ich sagen, dann hole ich jetzt noch alles ab, was ich abholen kann bei unseren Kameraden hier oben, bei unserem Mr. Mampf. Und nachdem ich das getan habe, ist dann für heute auch schon Feierabend. Ich packe mich mal so lange aus dem Bild. Lunana. Okay. Im Übrigen, während ich gerade nachgeguckt hatte, hatte ich auch gesehen, dass es 25 Stück sind, die man an ihm, bei ihm bekommen kann. Ich kann immer nachzählen. 4, 6, 8, 9 habe ich schon. Das heißt, 6 kann ich noch von ihm bekommen. Aber momentan kann ich keine weiteren mitbekommen. Ich kann mir zur Not noch die Anekdoten anhören nochmal. Ja gut, ne? Aber was das DLC angeht, sind wir so weit durch. Es sind jetzt wirklich halt, wie gesagt, nur noch die Legendary Hunts. Ich muss meinen Kollegen fragen, ob der mir einmal die beiden Pokémons leihen kann, die hier am Ende sind. Weil ich kann die normal nicht finden. Da tut es mir furchtbar leid, aber es ist mir nicht möglich, die irgendwie zu finden. Weil die zwei hier, die sind Karmesin-only. Genauso wie diese hier nur Purpur-only sind. Also mein Trupp hat hauptsächlich eigentlich nur das Honey-Karmesin. Aber auf Sunny ist kein Verlass. Das ist keine Beleidigung übrigens, Leute. Wir sagen es ihm alle selber ins Gesicht, dass auf ihn kein Verlass ist. Der erscheint ja selten zur Aufnahme, selbst wenn es geplant ist. Deswegen, im Übrigen, das kann man mal als Background-Info nehmen für euch. Weil ich das schon in den Kommentaren gefragt wurde, warum keine We Are Screwed-Folgen oder Mario Wonders-Folgen zurzeit kommen. Ganz einfach, Sunny erscheint nicht zur Aufnahme. Das ist der einzige Grund. Also die Background-Info ist mal raus, warum ihr da keine Folgen momentan kriegt. Es liegt schlicht und ergreifend an Sunny und wir können leider nichts daran ändern. Wir warten da meistens stundenlang auf ihn, also bei We Are Screwed. Weil Wonders, wenn da abgesprochen ist, dann erscheint er tatsächlich auch. Auch mit Verspätung. Und ja, daran können wir halt, wie gesagt, nichts ändern. Das ist komplett von Sunny abhängig. Bei uns, wir haben Zeit, ich und Kai. Ich werde Kai auch, wie gesagt, fragen für die Karmesin-Pokémon-Star, für die beiden. Damit wir den Pokédex voll haben. Die anderen Legendären, die ich jetzt fangen werde, die haben nichts mit dem Pokédex zu tun. Das hat Kai mir schon bestätigt. Dass Terrapagos das letzte Pokémon ist, was im Pokédex drin ist. Danach kommt keins mehr. Und wie ihr hier auch unschwer erkennen könnt, wird es keinen weiteren Pokédex mehr geben. Also das Indigo-Blaue-Scheibe-DLC ist, was die kostenpflichtigen DLCs angeht, das letzte. Ich weiß, dass im Neujahr noch ein neues DLC geplant ist. Das ist aber ein freies DLC und das findet in Kitakami statt. Das werde ich mir auf jeden Fall auch reinziehen. Und da könnt ihr am wenigsten froh sein, dass ihr keinerlei Pokédex-Einträge mehr vor euch habt. Also ja, Pokédex-Einträge sind wir fertig. Blaubeer-Pokédex, wie gesagt, die letzten frei frage ich Kai eben, ob der mir die schicken kann. Und für die ganzen Missionen da, beziehungsweise für die ganzen legendären Pokémon, müsste ich sowieso erstmal die ein oder andere Mission mit Kai zusammen machen. Also, ja, weil es sind ja auch Gruppenmissionen nötig und dafür brauche ich jemanden. Die kann ich nicht alleine machen. Und das wird wahrscheinlich eine ganze Weile in Anspruch nehmen, deswegen wird es wahrscheinlich jetzt erstmal ein paar Wochen kein Pokémon mehr geben, Leute. Das sage ich euch dann schon mal im Voraus. Und falls ihr fragen wollt, es sind schon Koop-Parts geplant. Also im Sinne von
Pokémon-Kämpfe, aber auch da, wir brauchen erstmal Zeit, um das alles vorzubereiten. Und dann werden wir da gegeneinander antreten. Wir haben da schon ein paar Kämpfe geplant. Wir haben auch ein paar der alten nochmal recycelt. Was ich euch auf jeden Fall sagen kann, hier, dass ihr eventuell am Ende der Woche noch den Raid-Part bekommt. Ich habe ja bei dem letzten Part schon angedeutet, dass, beziehungsweise vorletzten, dass es noch einen Terra-Raid-Part gab, wo wir ein paar Terra-Legendäre gefangen haben. Und den kriegt ihr dann am Ende der Woche, dass ihr da Bescheid wisst. Aber es wird jetzt höchstwahrscheinlich erstmal ein paar Wochen kein Pokémon geben. Ich weiß, dass es hier auch noch hier die ein oder andere Person gibt, die man bequatschen kann. Aber das ist null interessant für euch. Das mache ich dann offscreen. Weil das war auch schon bei der ersten Akademie sehr langweilig, was die da alles von sich gegeben haben. Auf jeden Fall, Leute, wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Da werden wir dann die Legendären jagen und natürlich kriegt ihr dann die letzten zwei Einträge noch. Die werde ich dann aber auch vorlesen. Da werde ich dann auch keinen Zeitstempel einfügen, weil es sind dann nur zwei Einträge, Leute. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.